Gottes Leute suchen der Stadt Bestes. Das ist das Thema dieser Einheit. Und Thomas, es war großartig. Diese Situation, die du geschildert hast, ich glaube, die kennt jeder. Situationen, wo man sagt, es geht eigentlich nicht. Das kann ich nicht. Da gehöre ich nicht hin. Da passe ich nicht hin. Da muss ich weg. Da bin ich am falschen Platz. Es gibt Situationen, mit denen wir nicht klarkommen. Oder zumindest meinen, nicht klarzukommen. Es gibt Situationen, da fühlt man sich so richtig fremd. Da gehöre ich nicht hin. Da fühlt man sich unwohl. Da fühlt man sich ungeborgen. Es gibt manchmal Zustände, die für uns unerträglich sind, wo man am liebsten den Koffer packen möchte, weglaufen möchte, weggehen möchte, wo man zu Gott schreit, hey, nimm das weg, mach das weg. Das geht nicht, ich halte es nicht mehr aus. Und dann kommen diese Fluchtgedanken, dass man alles hinter sich lassen möchte, abhauen möchte. Ich habe gestern mit einer Bekannten gesprochen, die hat in der Woche vor Weihnachten die Diagnose bekommen, dass sie wahrscheinlich an Multipler Sklerose erkrankt ist. Eine ziemlich schlimme Nervenkrankheit, eine unheilbare Nervenkrankheit, ein ganz langer, langer Tod auf Raten. Und sie sagt, seitdem schreie ich nur noch, Jesus, mach das weg. Mach das weg, ich halte das nicht aus, das geht nicht, ich komme damit nicht klar. Ich will und ich kann damit nicht leben. Andere Bekannte haben vor vielen Jahren ein behindertes Kind bekommen. Und sie sagten am Anfang, da haben wir geschrien, Gott, lass doch mal die Uhr zurücklaufen. Lass die Uhr noch mal zurücklaufen. Wir können das nicht. Wir schaffen das nicht. Wir wollen das nicht. Wir lieben unser Kind, aber wir packen es nicht. Raus aus dieser Situation, raus aus diesem Zusammenhang. Vielleicht sitzt mancher heute Morgen da, der mit ähnlichen Gedanken hergekommen ist. Da sitzt du in der Schulklasse und sagst, das geht nicht. Hier passe ich nicht hin, hier gehöre ich nicht hin mit den Lehrern, mit den Klassenkameraden, überhaupt mit dem ganzen Stoff und was weiß ich. Oder du sitzt in einem Job mit dem Chef, mit den Kollegen, mit den Tätigkeiten, zu langweilig, zu stressig, zu was weiß ich, ich gehöre hier nicht hin. Es gibt so viele Situationen im Leben und wir kommen immer wieder in solche Situationen, da geht's uns nicht gut und da meinen wir nicht überleben zu können. Und um so eine Situation geht's heute in unserem Text für die Bibelarbeit. Ich möchte aus dem Buch des Propheten Jeremia einen Brief vorlesen. Einen Brief, den Jeremia an Juden geschrieben hat, die nach Babylon deportiert worden waren. Ich lese aus Jeremia die Verse 1 bis 14. Ich lasse ein paar Verse aus, weil es sonst zu lang wird. Da heißt es, dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar, der König von Babylon, von Jerusalem nach Babel, Babylonien, weggeführt hatte. Dann lese ich weiter, Vers 4. So spricht der Herr Zebau, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, also der Stadt, so geht's euch auch wohl. Ich lese weiter, Vers 10. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Was war passiert?
Nach Jahrzehnten, nein, nach Jahrhunderten der Gottlosigkeit hat Gott ein Gericht über Israel, über das Volk Juda gebracht. Babylon, konkret der Herrscher von Babylon, Nebukadnezar, berühmter Mann einer großen Leute der antiken Welt, kam und hat Israel platt gemacht, den Tempel abgefackelt, Jerusalem in Schutt und Asche gelegt und hat einen Teil des Volkes mitgenommen nach Babylon. Das war damals so üblich. Antike Herrscher, die haben nicht lang gefackelt, wenn es denen zu bunt wurde. Dann haben die kurz die anderen Gegner platt gemacht und die Elitegruppe des Volkes mitgenommen ins Exil und irgendwo anders angepflanzt, damit Ruhe ist im Karton. Und es saßen diese Juden in Babylonien. Und Babylonien war nicht nur ein fremdes Land, nicht nur ein feindliches Land. Viel schlimmer, Babylonien war ein heidnisches Land. Es war noch ein unreines Land aus jüdischer Perspektive. Ein Land, in dem der Gott Israels weit weg war. Und jeder dachte, hier ist Gott nicht. Und wenn Gott nicht da ist, kann ich eigentlich auch nicht hier sein. Hier kann ich nicht leben. Wie soll denn das gehen? Der Glaube im alten Israel war von einem ganz bestimmten Denken geprägt. Die Heiligkeit Gottes, die wohnte im Tempel in Jerusalem. Das war sozusagen das Wohnzimmer Gottes. Dort konnte man Gott begegnen und deshalb pilgerten die Juden natürlich auch Jahr für Jahr zu den großen Pilgerfesten, zu den großen Wallfahrtsfesten nach Jerusalem, um dort ihrem Gott, dem Gott Israels, nahe zu sein. Dort konnte man Gott begegnen und außerhalb Israels war dieser Gott nicht, war die Heiligkeit Gottes nicht mehr und schon gar nicht in Babylon, bei diesen Heiden, bei diesem unreinen Volk. Wie soll man denn da ein gutes Leben führen können? Wie soll man da ein friedvolles, ein heiles Leben führen können? Da kann man eigentlich gar nicht leben. Von der äußeren Not und dem Hunger und der Feindschaft der Babylonier mal ganz abgesehen. Wo Gott nicht war, können wir nicht sein. Geht nicht. Es war eigentlich alles zum Davonlaufen. Und in diese Situation schreibt Jeremia diesen Brief. Und dieser Brief hat eine spannende Tonlage. Ein erster Ton, ein erster Punkt. Jeremia sagt, nimm an, was du nicht ändern kannst. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Jeremia macht diesen Leuten, seinen Landsleuten in Babylon eines klar. Leute, ihr bleibt da. Ihr bleibt 70 Jahre da. Das heißt, ihr werdet dort sterben. Das ist jetzt eure Heimat. Vergesst alle Träume nach einer raschen Heimkehr. Ihr werdet hier euer Leben zu Ende bringen. Diese Situation wird sich für euch nicht mehr ändern. Alle Fluchtgedanken, alles Heimweh, alle Hoffnungen, dass die Sache hier rasch ein Ende findet, könnt ihr euch abschminken. Jeremia schreibt, baut Häuser. Weil das so ist, weil sich's nicht ändern wird für euch, baut Häuser. Macht das Ganze zu eurer Heimat, pflanzt Gärten, esst Früchte. Guckt, dass eure Kinder da heiraten, guckt, dass eure Kinder dort Kinder bekommen. Macht Babylon zu eurer Heimat, bleibt nicht auf euren Koffern sitzen, packt eure Koffer aus und richtet euch ein, wo ihr seid. Die Grundaufgabe eures Lebens, liebe Freunde, ist das anzunehmen, was ihr nicht ändern könnt. Die Grundaufgabe ist die Berufung Gottes in der jetzigen Lebenssituation anzunehmen und zu begreifen und zu verstehen, dass auch hinter den dramatischen Lebensführungen, es war für diese Juden eine dramatische Lebensführung, dass dahinter eine höhere Pädagogik Gottes steht. Dass Gott weiß, wofür das Ganze einmal gut sein soll. Gott sagt, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Und das sagt er Leuten, die wirklich am Ende waren mit ihren Nerven, am Ende waren mit ihrer Situation, am Ende waren mit ihren Kräften. Hey, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich will dir Zukunft geben und Hoffnung in dieser Situation, die dich für dich so zum Davonlaufen ist. Diese Situation, in der du sitzt, sagt Gott durch Jeremia, die ist meiner Hand nicht entzogen. Bitte glaube nicht, dass ich jetzt nicht auch da wäre. Bitte glaube nicht, dass ich nur im Tempel in Jerusalem sitze und dass ich nur in Israel irgendwie Einflussmöglichkeiten hätte. Ich bin da.
Und ich habe deine Situation im Griff, selbst im fernen, heidnischen, unheiligen, unreinen Babylon. Selbst da bin ich da und habe es im Griff. Das, was ihr erlebt, ist nicht das blinde Fatum, das blinde Schicksal eines Willkürgottes, der über seinen Leuten irgendwie Poker spielt oder Lotto spielt. Nein, ich habe Gedanken des Friedens. Ich habe es im Griff. Ich habe einen Plan. Und deshalb bau Häuser und richtet euch ein. Das ist ja die Grunderfahrung unseres Lebens. Wenn wir in unseren momentanen Lebenssituationen, die wir nicht einfach ändern können. Thomas, du hast ein Bein verloren. Das kann man nicht ändern. Das sind Dinge, die so sind. Und andere haben andere Grundsituationen. Ihr habt Eltern. Ihr könnt eure Eltern nicht ändern. Ihr habt eine Hautfarbe. Die könnt ihr nicht ändern. Ihr sitzt in einer bestimmten Situation. Die kann man nicht einfach ändern. Und unsere Situation in Deutschland sind noch verhältnismäßig hervorragend zu vielen Situationen von Schwestern und Brüdern in aller Welt. Was würde heute Morgen ein syrischer Familienvater sagen, der im Bombenhagel sitzt? Wir haben Situationen, die wir nicht ändern können. Und das Geheimnis Gottes ist, wenn wir in den Situationen, die nun mal sind, wie sie sind, die Berufung Gottes entdecken, dann entdecken wir überraschenderweise irgendwann auf einmal einen Sinn. Einen Sinn, dass das, wie es ist, gut ist. Und dass dahinter, so unmöglich das scheinen mag, ein Gott des Friedens steht. Einer, der gute Gedanken über meinem Leben hat, der trotzdem dem Spannungsvollen mir eine Zukunft geben möchte. Wenn ich keinen Frieden schließe mit der Situation, wie sie ist, werde ich keinen Frieden mit mir finden. Wer seine Lebenssituation mit allen Schwierigkeiten annimmt, der kann sich mit ihnen versöhnen. Und wer sich mit sich selbst und mit der Situation versöhnen kann, der kann sich auch mit den Menschen in dieser Situation versöhnen. Der kann sich mit seinen Eltern versöhnen, mit seiner Schule, mit seiner Arbeitsstelle. Der kann sich mit seinem Aussehen versöhnen. Viele sagen, Mensch, ich würde gern viel anders aussehen. Ich wäre gern viel schlanker oder viel dicker oder viel was weiß ich. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Und du kannst dich versöhnen auch mit deinen Begrenzungen, auch mit deinen Begabungen und mit deinen Schwächen. Menschen, die sich selber und ihre Situation nicht annehmen können, die benehmen sich in der Regel auch unversöhnlich. Wir verriegeln uns das Leben, wenn wir die Dinge nicht annehmen, die wir nicht ändern können. Und es gibt vieles, was wir nicht ändern können. Und wir verriegeln uns auch das Leben, wenn wir zu kleinmütig von unserer Veränderungsfähigkeit denken. Ihr alle und ich, wir können uns viel mehr verändern, als wir heute Morgen denken. Ihr könnt euch viel mehr verändern, als ihr euch im Moment vorstellen könnt. Denkt nicht zu klein. Denkt nicht zu klein von eurer Veränderungsfähigkeit. Denkt nicht zu klein von eurer Anpassungsfähigkeit. Ihr habt viel mehr drauf, als ihr euch vorstellen könnt. Ich arbeite in Liebenzell mit jungen Studenten und wenn die mit ihrem Studium fertig sind, dann fragen wir sie, was sie sich so beruflich vorstellen können. Und Liebenzeller Mission, wir haben ja auch so ein paar Jobs in der Mission und da geht es dann darum, kann man sich einen Einsatz in der Mission denken oder kann man sich einen Einsatz irgendwo in Deutschland denken. Und dann stellen wir immer eine Frage, was ist denn für euch so eine No-Go-Area? Ihr kennt es vielleicht aus den Touristenführern großer Städte, da werden so für Touristen die No-Go-Areas beschrieben, die Gegenden in einer Stadt, wo man besser nicht hingeht, weil man schnell eine auf die Fresse bekommt und dann sagen wir, was wäre für euch weltweit so eine No-Go-Area? Und dann sagen wir, ja, Japan wegen dem Fisch und Russland, weil es so arschkalt ist und was weiß ich. Also dürfen die so ihre No-Go-Areas formulieren. Wenn wir diesen Brief mal in diesem Horizont lesen, dann war Babylon für die Juden eine No-Go-Area. Da geht's nicht, da können wir nicht leben.
da können wir nicht hin. Und da halten wir es auch nicht aus. Und dann macht Gott aus dieser No-Go-Area Babylon eine Grundlage seiner Heilsgeschichte. Nach 70 Jahren durften die Juden wieder heim. Ja? Und viele Tausend sind wieder heimgegangen. Das Überraschende, viele Tausend sind geblieben. Zigtausend Juden sind nicht mehr heim aus Babylon, sondern sind da geblieben. Und der Hammer, in den folgenden Jahrhunderten sind Zigtausende, über Hunderttausende von Israel nach Babylon gegangen, weil es da besser war. Weil man da besser leben konnte, weil es da mehr Jobs gab, weil man da reich werden konnte. In Israel nagte man am Hungertuch und Tausende, Abertausende Juden sind aus Israel nach Babylon und nach Griechenland und nach Rom und Kleinasien, die heutige Türkei, die haben sich verstreut im Ausland. Und diese Auslandsjuden, man nennt die Diaspora-Juden, weil sie in die Diaspora gegangen sind, waren im ersten Jahrhundert. Und im ersten Jahrhundert, man schätzt, dass 3/4 aller Juden im ersten Jahrhundert nicht in Israel lebten. Nicht in Israel. 3/4 lebten irgendwo zwischen Spanien und dem persischen Hochplateau in dieser Diaspora. Das war die Gruppe, wo das Evangelium als allererstes erreicht hat. Und aus dieser Gruppe kamen die meisten oder viele von denen kamen zum Glauben an Jesus Christus und wurden zu Trägern des Evangeliums von Jesus Christus in diese Welt. Wir können uns kirchengeschichtlich die Ausbreitung des Evangeliums nicht vorstellen, ohne diese Gruppe der Diaspora-Juden, die Nebukadnezar 500 Jahre vorher nach Babylonien verschleppt hat und die in ihrem Schlepptau Tausende und zigtausende anderer Landsleute mitgenommen haben. Die haben das Evangelium von Jesus Christus, dem König Israels, als allererstes verstanden. Das Evangelium breitet sich aus, weil 500 Jahre vorher Leute eine unerträgliche Situation angenommen haben und Frieden mit ihr geschlossen haben. Und das ist die gleiche Erfahrung, die viele unserer Studenten machen. Die sitzen nachher vielleicht tatsächlich in einer Gegend, die sie vorher als No-Go-Area beschrieben haben, wo sie vorher dachten, das geht nicht, das halte ich nicht aus, das läuft bei mir nicht. Und für viele ist diese No-Go-Area, in der sie nachher saßen, zu einem Ort des Segens geworden. Und sie sind für diesen Ort zum Segen geworden. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Was ist im Moment dein Problem, das du nicht ändern kannst? Hör auf, Krieg dagegen zu führen. Nimm die Dinge an, die du nicht ändern kannst. Aber das ist nicht das Letzte, was Jeremia hier schreibt. Ein zweiter Punkt. Verändere, was du ändern kannst. Dieser Brief ist ja voller Überraschungen. Jeremia schreibt diesen Juden im Exil nicht nur, dass sie dort 70 Jahre lang irgendwie aushalten sollen, sondern dass sie diese No-Go-Area Babylon mitgestalten sollen. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Betet für dieses heidnische fremde Land. Wenn es Babylon wohl geht, dann geht es euch wohl. Suche der Stadt Bestes. Das griechische Wort für Stadt heißt Polis. Und von diesem Wort Polis kommt unser deutsches Wort Politik. Man könnte deshalb übersetzen, sucht nach der besten Politik für Babylon. Wisst ihr, was das heißt? Jeremia schreibt denen, die da in Babylon verkümmern und verzagen und verzweifeln, hey, mischt euch in die Kommunalpolitik von Babylon ein. Setzt euch mit diesen Heiden an einen Tisch. Lasst euch in den Kreistag von Babylon City wählen. Verhandelt mit denen. Guckt mal, was da rauskommen kann. Könnt ihr euch die Reaktion dieser Juden vorstellen, als sie diesen Brief bekommen und den lesen? Die gucken mit solchen Augen und fragen, was? Politik für Babylon, Kreistag in Babylon City? Mit den Typen, mit unseren Erzfeinden, mit diesen Heiden, mit diesen Götzendienern, sich mit denen an einen Tisch setzen, mit denen gemeinsame Sache machen, mit denen politische Kompromisse aushandeln? Das war für die Juden eine theologische No-Go-Area. Da macht man sich ja die Hände schmutzig.
Kompromisse mit diesen Heiden? No go. Vergesst's. Und Jeremia sagt, macht's. Macht's. Sucht der Staat Bestes. Macht Politik für Babylon. Da schickt Gott seine Leute hin in die politischen Gremien, in die politischen Prozesse, in das Machtgerangel, in die Debatten, in dieses Ringen um Kompromisse und Lösungen. Sucht der Staat Bestes. Wenn's der Staat gut geht, geht's euch gut. Sucht das Beste eures Landkreises. Wenn's dem Landkreis gut geht, geht's euch gut. Sucht das Beste eures Bundeslandes. Wenn's Baden-Württemberg gut geht, geht's uns gut. Sucht das Beste für Deutschland. Wenn's diesem Land gut geht, geht's uns gut. Sucht das Beste für Europa. Wenn's Europa gut geht, geht's uns gut. Das sagt Gott Ja zur Politik. Das sagt Jeremia auf in die Politik. Nicht in dem Sinne, dass Politik eine Kirche wäre und es dort immer um den Willen Gottes ginge. Nein, aber in dem Sinn, dass Politik ein Raum ist, wo es Christen gut ansteht, sich zu engagieren. Zumindest als Beter, wenigstens als Beter. Das Beten für die Politiker ist Christenpflicht. Das ist unser Mindestengagement in der Politik. In der antiken Welt, dort in Babylon, haben übrigens alle Religionen für ihre Herrscher gebetet. Das Gebet für die Obrigkeit war eine Selbstverständlichkeit in allen Religionen der antiken Welt. Da haben nicht nur Christen und Juden für ihre Obrigkeit gebetet. Alle Menschen in der ganzen antiken Welt, egal welcher Religion sie angehörten, haben zu ihren Göttern für die Obrigkeit gebetet. Weil bei allen dieses tiefe Wissen drin war, wenn die es gut machen, geht's uns gut. Wenn die gute Politik machen, geht's uns besser, wie wenn sie schlechte Politik machen. Wenn der Obrigkeit Weisheit geschenkt wird, dann geht's uns gut. Deshalb im Neuen Testament überall betet für den Kaiser. Erster Petrusbrief. Im ersten Petrusbrief, der ist an Leute gerichtet, die wirklich unter der Knute der römischen Herrschaft litten. Die wurden gemobbt, die wurden diffamiert, die wurden drangsaliert. Und Petrus schreibt ihnen, hey, übrigens, betet für den Kaiser. Betet für die Instanzen, die euch gerade so mobben. Wenn die gute Politik machen, wird es euch irgendwann auch wieder gut gehen. Wir haben es uns in unserem Land angewöhnt, über Politiker zu schimpfen. Wir ziehen gern über sie her. Wir brauchen kritische Bürger, kein Thema. Aber wir brauchen vor allem Menschen, die für Politiker beten. Mal umgedreht, wenn wir Politiker nur schlecht machen und nicht für sie beten, wie sollte es uns dann gut gehen? Wie sollte es uns gut gehen, wenn wir uns nur in der Klage aufhalten über Menschen, die uns regieren? Aber es geht hier nicht nur um Politik, es geht um die Mitgestaltung unserer Umwelt, unserer Gesellschaft auf allen Ebenen. Auch in der Wirtschaft, im kulturellen, im sportlichen Geschehen gehört alles mit dazu. Ich denke an diese Mütter, die angefangen haben, für die Schulen zu beten. Mütter in Kontakt. Amerika heißen die Mothers in Touch. Die haben gesagt, Mensch, wir schicken unsere Kinder jeden Morgen in die Schule. Und dort begegnen sie Lehrern und Rektoren und was weiß ich alles. Wir beten für die Schule. Wenn es der Schule gut geht, geht es unseren Kindern gut. Wir gestalten Schule, indem wir für sie beten. Oder ich denke an John Naismith. John Naismith war im 19. Jahrhundert, am Ende des 19. Jahrhunderts, YMCA-Sekretär in Springfield, Massachusetts, in Nordamerika. Und dieser John Naismith hatte ein Herz für junge Menschen, logisch, sonst wäre er eine CVM-Sekretär geworden, aber er litt darunter, dass in Amerika des 19. Jahrhunderts die beliebtesten Sportarten, wo zigtausende und hunderttausende junger Menschen fasziniert waren, Boxen und American Football war. Sportarten, die auf die Zerstörung und Demütigung des Körpers des Gegners angelegt waren. Wenn ein Boxer dem anderen eine so richtig in die Fresse haut, dann johlte das Publikum und wenn einer dann auf den Brettern lag, dann war es gut, Ziel erreicht. Und American Football hatte man damals noch nicht so diese Bandagen und Helme. Ja, da gab es jedes Mal ausgeschlagene Zähne nach jedem Spiel. Und er sagte, das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass der größte Spaß junger Menschen die Zerstörung gegnerischer Körper ist. Und dann hat er sich
zum Gebet zurückgezogen in seine Turnhalle. Er hat gesagt, Gott, es muss doch irgendeine Sache geben, die Spaß macht, ohne dass ein Körper kaputt geht dabei. Dann hat er ein bisschen überlegt, hat zwei Obstkörbe genommen, hat den Boden dieser Obstkörbe durchgehauen und hat sie an die Balustradenkante seiner Turnhalle in Springfield, Massachusetts gehängt, an diese CVM-Turnhalle, und hat so ein paar Regeln überlegt und hat das Basketballspiel erfunden, das Korbballspiel. Und heute ist Basketball einer der beliebtesten, meistgespielten Sportarten weltweit. Weil er sagte, es muss ein Sport geben, der nicht auf die Zerstörung von Körpern ausgelegt ist, ein körperloser Sport. Gut, es hat nur bedingt funktioniert. Wer heute Basketballspiele sieht, da geht es dann auch schön zur Sache. Und der Gerechtigkeitsaspekt ist natürlich für kleinere Menschen da auch nicht ganz gewahrt. Aber es war ein deutlicher Fortschritt, weil ein junger CVM-Sekretär Gott gebeten hatte, du gib mir eine Idee für eine sinnvollere Freizeitbeschäftigung. Und weil er auch gesehen hat, mit der Gerechtigkeit, die Kleineren haben bei diesem Basketballspiel gewisse Nachteile. Übrigens, bis heute hängen alle Basketballkörbe auf einer Höhe von 3,05 Meter. Das war genau die Höhe der Balustradenkante dieser CVM-Sporthalle in Springfield, Massachusetts. Es hat sich durchgehalten. Die Höhe stimmt bis heute. Die Körperlosigkeit nicht so. Aber dann hat er sich 5 Jahre später nochmal hingesetzt und gesagt, gibt's noch was für die Kleinen? Und dann hat er Elemente des Tennis genommen und Elemente vom Faustball und hat das Volleyballspiel erfunden 5 Jahre später. John Naismith, der YMCA-Sekretär, war Erfinder des Basketball- und Volleyballspiels. Heute mit die beliebtesten Sportarten der Welt, weil er gesagt hat, ich will meine Gesellschaft verändern, ich will diese junge Generation verändern und ich will denen eine Freizeitbeschäftigung geben, die sie nicht zerstört, wo es nachher nicht nur Krüppel gibt mit ausgeschlagenen Zähnen oder irgendeinen schlimmeren Verletzungen, sondern ich möchte, dass junge Menschen Freude haben in ihrer Freizeit, zur Ehre Gottes einen Sport machen. Wenn wir die Situationen, in denen wir stehen, annehmen, dann können wir sie auch verändern. Und dann können wir immer mehr entdecken, was wir verändern können. Indem ihr die Politik dieses Landes annehmt, die Herausforderungen unserer Gesellschaft annehmt und nicht nur sagt, Igitt, da gehöre ich nicht hin. In dem Moment könnt ihr sie verändern. In dem Moment könnt ihr sie gestalten. Und wenn es noch so schwer sein mag, verändere, was du ändern kannst. Und schließlich, und drittens, finde den Gott, der verändert, indem er annimmt. Finde den Gott, der verändert, indem er annimmt. Was Gott durch seinen Propheten Jeremia in diesem Brief seinem Volk sagen lässt, das ist im Grunde ein Ausdruck seines eigenen Wesens. Gott hat es mit dieser Welt nicht anders gemacht. Denn diese Welt ist für Gott eigentlich zu einer fremden Welt geworden. Diese Welt ist nicht das Zuhause Gottes mehr. Gott ist heilig, diese Welt ist unheilig. Gott ist Liebe, in dieser Welt regiert er Hass. Diese Welt ist für Gott eigentlich eine No-Go-Area. Da gehört er nicht hin. Und mitten in diese No-Go-Area dieser Welt schickt Gott seinen Sohn. Versteht ihr? Da, wo wir vielleicht sagen, Igitt, da gehöre ich nicht hin. Da sagt Gott zu seinem Sohn, geh da hin, geh da rein. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Dass er seinen einzigen Sohn in diese No-Go-Area schickte. Im vollen Bewusstsein dessen, was ihn dort erwartete. Im vollen Bewusstsein dessen, was am Ende stehen würde. In Jesus hat Gott diese Welt, diese No-Go-Area, diese Situation, wie sie war, angenommen und in all ihrer Feindschaft und in ihrer Fremdheit geliebt. Und Paulus schreibt, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Hat diese No-Go-Area mit sich versöhnt. Und dann schreibt der Apostel Paulus an die Römer, nehmt einander an. Auch diesen fremden Bruder, diese fremde Schwester, die dir so fremd ist, die du nicht verstehen kannst, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Gott verändert, indem er annimmt.
Gott verändert, indem er annimmt. Das Annehmen und Erleiden des Fremden, des Feindlichen, ist die Grundlage und die Voraussetzung für Veränderung. Paulus schreibt, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Gott hat sich in all seinem himmlischen Reichtum, in all seiner himmlischen Herrlichkeit, in Christus der Armut dieser Welt angepasst, um sie reich zu machen, um sie zu verändern. Viele Menschen sagen, Mensch, wenn ich ans Kreuz von Golgatha schaue, dann erscheint mir Gott so blutrünstig, so barbarisch, so brutal, das ist so hässlich, so brutal, so grausam. Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Und Gott sagt, genau an diesem Kreuz sollst du erkennen, dass ich Gedanken des Friedens und nicht des Leids habe. An diesem Leitbalken, an diesem Marterinstrument des Leids sollst du sehen, dass ich Gedanken des Friedens und nicht des Leids habe, weil ich an diesem Balken die Welt verändert habe, weil ich an diesem Balken die Welt in all ihrem Hass, in all ihrer Feindschaft angenommen habe und durch Vergebung sie verändere und dadurch einen Weg in die Zukunft öffne, indem ich euch Hoffnung gebe. Weiß nicht, mit welcher Lebenssituation du heute Morgen zu ringen hast. Was ist heute Morgen deine No-Go-Area? Was sind denn die Dinge, wo du heute Morgen sagst, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen? Sprich das doch mal vor Gott aus. Jesus, erstens, zweitens, drittens, das sind meine No-Go-Areas. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da würde ich protestieren. Da würde ich weglaufen wollen. Da habe ich Angst davor. Und dann leg's Gott hin. Und dann lass dir das aus diesem Brief des Jeremia sagen, Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leids über deinem Leben. Und deine No-Go-Areas sind niemals Gottes No-Go-Areas. Für Gott gibt's keine No-Go-Areas. Gott hat Gedanken des Friedens und des Leids. Er will dir Zukunft und Hoffnung schenken. In jeder Area dieser Welt und deines Lebens. Wenn du dich von Gott finden lässt, in den unmöglichsten Lebensumständen, an den schlimmsten Orten, in den schwierigsten Situationen, dann ist alles möglich in deinem Leben, wirklich alles. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du bist aus deiner himmlischen Herrlichkeit in die No-Go-Area dieser Welt gekommen. Du bist aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit in die Armut dieser Welt gekommen. Du bist aus dem Frieden des Vaters in die Feindschaft dieser Welt gekommen. Herr, wir begreifen das nicht, wir verstehen das nicht, aber wir staunen darüber und wir beten dich darüber an, dass du das getan hast. Und dann siehst du heute Morgen unsere kleinen, unsere verkümmerten Herzen, die sagen, das kann ich nicht, das will ich nicht, das geht nicht. Und dann nimmst du unsere Hand und gibst uns deinen Frieden und sagst Friede mit dir. Und wir wollen das geschehen lassen, dass du uns die Augen öffnest, dass du unseren Blick veränderst, dass du unsere Herzen veränderst und wir wieder offene Augen und Ohren bekommen und einen Frieden bekommen und eine Liebe auch für die No-Go-Areas unseres Lebens, für die Umstände, die uns Schwierigkeiten machen und für die No-Go-Areas dieser Welt. Gib uns deinen Frieden und deine Hoffnung und Zukunft in deinem Namen. Amen.